Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter AK Audi. Und zwar zum Video Nummer 69. Wie immer zum Bau einer N-Modellbahnanlage von Anfang an als Wochenupdate hochgeladen. Und ich zeige dir, was ich letzte Woche alles Schönes gemacht habe. Dieses Mal geht es, wie hier zu lesen ist, natürlich um einen sogenannten Natursteintunnel. Ihr kennt mich, das heißt, wer mich kennt, der weiß das. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit einer Naturprodukten und habe mir gedacht, diesen kleinen Tunnel, der ja so irgendwo unterhalb von der Brücke Doppingen, wir sehen sie ja hier rechts so ein bisschen in der Zeitlupe, und wo links die Fabrik und das Landemodul ist, da baue ich jetzt mir einen Tunnel, und zwar aus Naturstein, wie gesagt. Und das möchte ich dir heute gerne zeigen, wie ich das gemacht habe, was ich geplant habe, was danach noch kommen soll. Und da folgen noch viele, viele schöne Dinge zu diesem ganzen Thema. Und das möchte ich dir, wie gesagt, ganz gerne zeigen. Das Ganze ist wie immer für Einsteiger, für Modellbahnfreunde, für Modellbahnprofis, für alle, die es interessiert und alle, die sich angesprochen fühlen. Und dann sage ich mal, bis gleich. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück zum Video, und wir starten auch gleich mit dem Teil 1 der Vorbereitung des Ganzen. Das muss natürlich alles ein bisschen vorbereitet werden. Wir sehen es schon, ich mache den Schotter hier, da gehe ich jetzt gar nicht explizit mehr drauf ein, das habe ich schon zigmal gezeigt, und Schottervideos gibt es wahrscheinlich auch wie Sand am Meer im Internet oder besser gesagt bei YouTube. Deswegen zeige ich nur so ein bisschen im Hintergrund, während ich hier schwätze oder schwatze, was ich so alles da gemacht habe. Oben rechts sehen wir übrigens den Bahnhof Doppingen, da wo die V200 steht. Und da habe ich dieses, Signalbrücke, die habe ich umgelegt. Das heißt, die kann ich so nach vorne abklappen. Die steht nur lose da, und dann gehen ja die kleinen Mikrolitzen da unten rein. Das mache ich einfach nur, damit ich die Brücke nicht irgendwie mal beim Basteln, beim Bauen irgendwo mit der Hand umreiße. Ich meine, bei einem kleinen Signal, da wird nicht viel passieren, und das ist ja alles festgeklebt, und selbst dann überleben die das. Aber so eine Signalbrücke, das ist schon ein bisschen, naja, empfindlicher alles da oben. Deswegen habe ich das umgelegt. Ja, jetzt sehen wir hier im Hintergrund, Entschuldigung, wie ich jetzt das den Schotter jetzt mit meinem, was habe ich jetzt hier drin? Ich glaube, Tiefgrund ist es. Genau, Tiefgrund benutze ich hier in dem Fall, wie ich das da hinten alles schön festmache. Ich bin natürlich auf beiden Seiten von den Brückenportalen, von den Tunnelportalen. Das sind, das sind übrigens diese beleuchteten, wenn ihr euch erinnert. Ich verlinke das Video nochmal oben, wie ich die gebaut habe. Da haben die Portale oben jeweils so eine kleine Lampe ranbekommen, die mit LED beleuchtet ist. Das habe ich euch damals gezeigt. Und da nochmal zum Thema zurückzukommen, habe ich so auf jede Seite so, sagen wir mal, 10, 12 Zentimeter weiter reingeschottert, und auch natürlich den Hintergrund von diesen Backsteinen habe ich so auch 10 cm. Man steht zwar gerade bei mir vor der Modellbahn, aber so kann man vielleicht von der Seite mal reingucken und sieht nicht gleich irgendwelche, ja, vielleicht noch Tapete oder was weiß ich was. Das soll ja schön dunkel da drin sein. Und wenn man reinleuchtet, das heißt, oder wenn die Loks reinfahren mit relativ hellem Licht, so dass das dann auch entsprechend drinnen nachher noch schön aussieht, wenn man da mal hinterher gucken will. Vielleicht macht man ja auch mal eine Kamerafahrt oder sowas, und dann muss es alles ein bisschen hübsch aussehen. Hier vorne habe ich übrigens den Zügen, ich habe es ja auch hier geschrieben, einfach mehr Platz verschafft. Die haben zwar dort locker vorbeigepasst, aber ich muss das ja nicht genauso eng machen, wie ich es oben schon mal hatte, wo gerade mal noch 1,5 mm waren, bevor die Züge irgendwo angeeckt sind. Und deswegen habe ich hier einfach ein bisschen Platz gemacht, auch damit das nicht so, naja, ich sag mal, so gequetscht und so eng aussieht. Viele von euch werden es ja wissen, dass ich früher eine Spur Z hier hatte auf der Platte, beziehungsweise angefangen hatte mit Bauen jetzt hier. Soweit war ich da noch nicht, da habe ich ja bloß die Gleise verlegt. Und da ist natürlich alles ein bisschen enger an manchen Stellen, beziehungsweise ich habe ja auch hier vorne zweispurig dann gebaut, da habe ich ja noch was rangemacht, das war ja ursprünglich nur einspurig. Und zweispurig ist das natürlich wesentlich schöner, weil da kann man ja doch ein bisschen mehr, naja, ein bisschen mehr spielen und ein bisschen mehr Möglichkeiten zum Rumfahren auf der Anlage. Da freut man sich sowieso immer, und deswegen habe ich das dann, wie gesagt, damals zweispurig gemacht. Ja, jetzt habe ich das Ganze hier vorne verspachtelt, nachdem ich das alles so abgeschnitten und abgehauen habe da. Und dann mache natürlich auch hier wieder, wie immer,
Ich grundiere auf meiner Anlage prinzipiell alles. Auch wenn da hier von der schwarzen Farbe nicht ansatzweise mehr was durchlugen kann. Ich weiß nicht, das ist irgend so eine Meise von mir, wo ich sage, nee, komm, das wird alles schön grundiert und falls doch mal was ist, das lugt nicht durch. Und beziehungsweise ich habe auch das Gefühl, das ist schon fertiger an der Stelle. Hier sehen wir übrigens jetzt, dass ich aus 200 Gramm Fotopapier ist das für matt, dass ich da mir ein Mauerwerk ausgedruckt habe. Das hat man ja auch schon im Hintergrund gesehen. Also da unter der Brücke ist das ja auch schon drunter. Das Ganze wird dann immer, oder habe ich in dem Fall sogar, glaube ich, schon, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das ja aufgezeichnet hier, mit Army Painter noch fixiert. Und dass das dann auch, wenn ich zum Beispiel vorne schottere und der Schotter liegt an diesem Pappstreifen jetzt hier dran, dann zieht die Farbe nicht mehr in die Pappe ein. Das ist mir wichtig, weil ansonsten hast du ja so Farbverläufe drin und Wasser, das sieht alles nicht aus. Deswegen wird das schön grundiert, das muss man vorsichtig machen. Wenn man da zu viel drauf macht, gerade auf diese Pappgeschichten, dann wird das nachher alles milchig und das wollte ich natürlich auch nicht. Ich habe hier vorne übrigens ein anderes Muster gewählt als natürlich hinten unter der Brücke, da ist ja alles so ein bisschen verwaschen. Da soll es ja den Anschein haben, da hinten, dass das dann unter der Brücke runtergelaufen ist an der Wand und Streifen hinterlassen hat. Da wird übrigens auch noch ein bisschen was gemacht, das bleibt nicht so. Ich bin ja erstmal jetzt hier im Grobbau und da kommt später, wenn ich hier diese Stelle alles mal dann ins Detail gehe, da kommt noch einiges hinten ran und auch rein. Das ist erstmal, wie gesagt, alles nur der Grobbau, das bleibt nicht so, da wird noch ein bisschen schicker gemacht. Und was mache ich hier? Ich klebe jetzt erstmal unten so eine Begrenzung rein, das ist so ein Hartschaummaterial, was ich da habe. Da habe ich mal einen ganzen Sack voll gekauft, da kann ich dann auch Häuschen bauen oder irgendwas draus bauen, da habe ich ganz viel davon da. Und dann, das habe ich jetzt nur gemacht, damit jetzt die Steine, die Natursteine, von denen ich ja anfangs sprach, natürlich irgendwo unten eine Begrenzung haben. Ja, ich möchte ja nicht, dass da was reinragt. Ich baue hier voller Elan und Enthusiasmus und dann habe ich weiter hinten, wo ich es nicht sehe, dass da ein Stein weiter reinragt und dann fahren mir die Loks davor und ich kann den ganzen Quatsch nochmal machen. Deswegen auch unten die Befestigung. Ansonsten mache ich ja die Steine, die wir jetzt hier gerade sehen, die klebe ich ja mit Heißkleber, das sieht man ja so an den Fäden, die ich jetzt immer so ziehen und wie auch immer. Da ist er. Und das hätte auch ohne gehalten. Aber wie gesagt, ich möchte einfach eine Begrenzung drin haben, dass mir eben nichts passieren kann. Ich habe auch, wenn man das da im Hintergrund unterhalb der Lok so unten drunter, so runter guckt unter den Tunnel da, da habe ich zum Beispiel auch noch Begrenzungen reingeklebt. Das ist aus Sperrholz, dass die Züge, falls da drin mal was passieren sollte, die begrenzt also das Gleis nach hinten, mir nicht eine Etage tiefer sausen und ich da gar nicht mehr rankomme. Ich kann ja daran fassen da hinten, auch wenn man das gar nicht mehr so sehen mag, sondern ich nehme das Modul, das Landeplatzmodul oben weg. Das wäre jetzt hier oben links und da kann ich da unten noch hinfassen. Sicherlich muss man sich da ein bisschen verrenken, aber man kommt da halt noch hin. Und das ist mir halt wichtig. Das ist mir generell wichtig auf der Anlage. Ihr wisst ja, ich kann ja nicht von unten an meine Anlage rangreifen. Ich muss ja alles irgendwo bauen, dass ich, wenn mal was ist, ein Wartungsfall oder ich möchte noch was verändern, ich möchte noch ein Kabel verlegen oder ich möchte noch irgendwas machen, ich möchte ja an viele Stellen immer noch rankommen und entsprechend was, ja, wie gesagt, verändern können. Und jetzt mal zu dem, was wir hier sehen. Ich habe jetzt hier alles zugemauert. Das ist also eine Sache, die ich mir so ausgedacht habe. Ich wollte gerne wieder Naturstein verwenden. Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht mauern? Ich meine, mit echten Stein halt ist das doch am schönsten irgendwo. Und es mag jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen befremdlich wirken, wenn man das sieht und denkt, hat der da eine zu große Gartenmauer hingesetzt oder was weiß ich. Nein, ich habe natürlich vorher einen kleinen Test gemacht hier bei mir auf der Bastelecke, auf dem Basteltisch, habe so ein bisschen was mal zusammengefriemelt, was wir jetzt hier so jetzt hier schon im Bau sehen und habe das ausgetestet. Was wir jetzt hier sehen, was ich jetzt hier verschmiere, das ist erstmal nur, dass ich die Fugen verschmiere, dass das alles hält, dass alles Licht ist. Soll ja auch kein Licht reinscheinen, wenn ich von der Seite reingucke. Will ich ja nicht, dass da irgendwo drinnen irgendwelche, zumindest das, was ich sehen kann, irgendwelche Sonnenstrahlen, nein Quatsch, also dass da Licht reinscheint, das möchte ich natürlich nicht. Deswegen alles schön verschmiert, es ist natürlich auch stabiler, brauche ich nicht zu sagen, so arbeitet ja jeder Maurer, verputzt und verschmiert ja auch immer alles. Und das mache ich jetzt hier ein bisschen sauber, dass das erstmal alles so eine Grundierung hat und später,
wird das dann auch noch strukturiert mit Spachtel zum Beispiel, um das Ganze. Da kommt, glaube ich, nachher zum Schluss noch was. Ich bin jetzt hier, wie gesagt, bei mir auf der Anlage auch wieder ein kleines Stückchen weiter. So langsam holen wir mich ein, was ich im Vorlauf hatte. Aber ist ja egal, hier oben sehen wir es zum Beispiel, wo ich schon ein bisschen mehr gemacht habe. Und da wird dann eben, man sieht nicht mehr, dass es so viele auch kleinere Steine sind. Jetzt, wenn ich hier soweit fertig bin hinter mir. Ich habe es ja auch erstmal nur im Grobbau. Ich habe noch nichts fertig in dem Sinne, wie jetzt, dass man schon die ganzen Felsenstrukturen sieht. Aber ich habe es so gemacht, dass mehrere Steine dann so wirken, als wenn es zum Beispiel eine größere Felswand wäre. Das habe ich dann eben auch mit dem Spachtel gemacht, den wir hier sehen. Wie gesagt, das ist alles nur der erste Verputz hier. Das ist alles nicht so, wie wir es jetzt hier sehen werden. Aber man muss ja erstmal anfangen und man muss ja auch schauen, dass alles geht. Ich musste ab und zu dann immer mal den Skrepp-Klebeband hier wegmachen. Jetzt habe ich übrigens schon, hier sieht man es ganz gut, ich habe das einmal grundiert. Wieder mal meine Meise. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich muss irgendwie mal alles grundieren. Aber es sieht einfach nur besser. Ich stand davor und habe gesagt, nee, gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen habe ich das dann schwarz gemalt mit ganz normalen Acryl. Und kann jetzt sozusagen hier versuchen, so ein paar Strukturen rauszuholen. Wenn wir da rechts übrigens gerade das gesehen haben, dass da das Mauerwerk ein bisschen was abbekommen hat, das ist alles gar nicht weiter schlimm. Das wird später mit verarbeitet oder eingearbeitet. Das wird man gar nicht mehr sehen. Da habe ich schon einiges dran getan. Das sieht recht hübsch aus. Und ich will ja keine glatten Unterschiede zu haben zwischen irgendwelchen Dingen. Es ist ja immer so ein bisschen fließender Übergang auch zwischen dem Mauerwerk und einem Felsen. Ist zwar schon ein harter Schnitt irgendwo, aber auch da ist Dreck drauf, auch da ist Bewuchs drauf. Also das kriegen wir schon alles hin. Hier ziehe ich jetzt noch ein paar Furchen mit rein und im Grunde genommen haben wir es damit schon. Das ist die Grundlage, die ich jetzt hier geschaffen habe, so dass ich darauf weiter aufbauen kann. Danach geht es noch ein Stück nach links weiter, aber das zeige ich euch alles im nächsten Video. Und ich denke, das kann sich erstmal sehen lassen. Wir haben hier eine Grundlage, auf der man aufbauen kann. Und dann danke ich dir wieder schön fürs Zuschauen. Und dann macht's schön gut, bis zur nächsten Woche. Dein Aqua Painter AKA. Tschüss.